Hallo, meine Lieben. Ja, heute gibt es so eine Art kleinen Mittagsvlog, Mittagsroutine. Ich bin gerade von der Schule gekommen und mache mir gerade mein Essen. Meine Eltern sind gerade losgefahren, die haben einen Termin. Und ja, ich bin halt gerade im Haus, gerade von der Schule wiedergekommen und wir haben es 16:30. Und ja, es gibt gerade Essen für mich. Ich habe mir gerade Spaghettis gemacht. Die stehen hier schon mal bereit. Und dann gibt es für mich immer noch einen Obstsalat dazu. Den mache ich mir gerade. Der besteht jetzt dann aus einem Apfel, einer Birne und einer, ist das eine Banane? Genau, die habe ich schon halb aufgemacht. Ja, das schneide ich mir jetzt und dann, ja, den esse ich immer. Gehe hoch zu den Kleinen. Aber gleich möchte ich erstmal kurz meinen Laptop holen, weil ich muss unbedingt ein Video schneiden. Und ehrlich gesagt muss ich gucken, ob das Video, was ich heute hochlade, auch wirklich hochgeladen ist. Also schon fertig ist. Das muss ich ja mal schauen. Und ja, dann geht's hoch zu den Kleinen, den Hallo sagen. Ich war noch gar nicht oben heute. ja, aber ich würde jetzt erstmal meinen Obstsalat machen. So, hier ist mein Obstsalat. Das ist eine voll große Schüssel geworden. Aber ich finde es total wichtig, dass man so viele Vitamine zu sich nimmt irgendwie. Und wir haben halt immer was zu Hause. Wir haben immer hier Gemüse und da hinten ist immer Obst. Und das finde ich halt auch wichtig, weil ich total gerne auch was mit zur Schule nehme. Da gibt es nämlich auch manchmal Tage, nehme ich einfach nur einen Salat mit, einen frisch gemachten Salat. Oder heute hatte ich eine Nektarine mit und Gurke und eine Tomate, so eine kleine Cherry-Tomaten haben wir. Das nehme ich halt auch immer mit. So, mein Obstsalat, der kommt jetzt noch ein bisschen in den Kühlschrank, weil das dauert ja noch ein bisschen, bis ich den essen kann. So, dann müssen wir gucken, dass das Essen hier nicht kalt wird, aber das essen wir jetzt erstmal. Ich will mich übrigens auch nicht wundern. Ich glaube, ich gucke heute sogar gar kein Fernsehen. Ich rede lieber mit euch. Oh, das ist voll schön hier geworden. Es wird endlich wohnlich. Schaut mal da. Wie neue Gardinen. Voll schön. Oh, meine Lieben, wir sind jetzt oben schon. Ich habe es gegessen. Hab gerade ein paar YouTube-Videos geguckt. Um einfach so den Tag ein bisschen einzuklingen. Das mag ich irgendwie total gern. Mit Tür zu. Ja, also ich habe gegessen, YouTube-Videos geguckt, muss gleich noch die Kamera laden, weil die ist, glaube ich, gleich leer. Ja, und dann habe ich gerade auch schon die Babysachen, die ich verkaufe, da hinten hingestellt. Die standen gerade hier unten. Und das muss natürlich nicht sein. Und übrigens, ich habe mir eine Jogginghose angezogen. Wer kennt das, nach der Schule eine Jogginghose anziehen? Ja, ich zeige jetzt erstmal die Kleinen, weil um die geht es ja jetzt. Liegen immer noch unberührt hier oben im Bettchen. So. Die Mel hat immer noch ihren Schlafanzug an von Next. Und der Emil hat so eine ganz, ganz tolle Latzhose an. Die hatten wir damit schon bei Lennox. Die ist ja selber genäht. Und die steht ihm so genial gut. Ich finde das so cool. Obwohl das 68 ist, passt die einfach halt hier. Oben ist es halt ein bisschen zu lang, ne? Aber das ist voll in Ordnung. Ich finde das so süß. Wir holen gleich mal die Mütze dazu raus und dann bekommt er die auch noch an. Mal gucken, wie das aussieht. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein Outfit für die Mel. Und dann will ich euch gleich nochmal meinen Kinderwagen zeigen. Wir haben nämlich einen neuen Kinderwagen. Und den werde ich gleich nochmal mit euch aufbauen hier oben im Zimmer. Und zeige euch den nochmal. Ein ausführliches Video kommt dazu auf jeden Fall, aber ich wollte euch einfach mal zeigen. Ja, dann gibt es jetzt ein Outfit für die Mel. Da ist schon wieder die große Preisfrage. Vielleicht einfach ein Strampler.
Oder wir ziehen einfach eine Hose und einen Body an. Wir können ja mal ein. Ja, das H&M-Set ist doof. Das, die Mütze hier vorne ist in der Wäsche, das ist doof. Aber wir können ja das trotzdem mal anziehen. Kriegt ihr halt eine andere Mütze an. So. Noch die Hose finden hier. Da ist sie. Nicht alle auf einmal. So. Hose. Das ist ein H&M-Set von Mickey Mouse. Also mit Mickey Mouse drauf. Und die Mütze ist in der Wäsche gerade. Ja. Jetzt mit auch noch die drei Pullis hier. Hängen wir jetzt noch auf Haken. Also auf diesen hier. Weil den können die auch endlich in den Schrank. Ja, ich muss noch für Emil die Mütze raussuchen. Für Mel auch noch eine Mütze. Die hat aber eine an. Ich glaube, die kann sie auch anbehalten. Schauen wir mal nach der einen Mütze. Hier ist sie. So toll. Und die wird auch unbedingt mit nach Ashley gekommen. Die müssen wir dem Emil auch mal anprobieren. Ich hoffe, die steht ihm und passt. Weil die kommt ja von unserer lieben Freundin Kimi. Und deswegen wird die auf jeden Fall auch mitkommen nach Eschwege. Freut die sich vielleicht. So, und hopp. Haben wir jetzt ein Outfit für Mel? Haben wir? Gut. So, bevor ich jetzt umziehe, die Mausi, tun wir erstmal die Sachen hier auf den Haken. Können wir das nämlich schon mal wegräumen. Die Mel jetzt halt das H&M-Set an hier. Das hier und die Hose dazu. Und der Emil kriegt jetzt diese Mütze gleich an. Aber vorher nur wollen wir mal die hier anprobieren. Die haben wir nämlich damals auch von Kimi bekommen. Und wir müssen jetzt gucken, ob die noch dem Emil passt, weil die war damals von Lennox. Und die ist ganz schön groß. Aber wir probieren mal. Ist der Emil in deiner coolen süßen Hose? So, dann probieren wir mal die hier an. Ein bisschen groß. Ein bisschen. Naja, aber die können wir trotzdem mitnehmen. Jetzt gibt's die hier, passend zum Outfit. Die ist schon auch viel zu groß. Die war dann auch schon ein bisschen zu groß. Aber das ist süß. Schnuckibär. So. Aber jetzt ist die Melly Maus dran. Noch im Schlafanzug. Gestern im Livestream ausgesucht von meinen lieben Zuschauern. Dann mal schauen. Meine Katze hat gestern im neuen Kinderwagen geschlafen. Ist natürlich ein gefundenes Fressen für die dann. Ein neuer Kinderwagen. Deswegen müssen wir mal schauen, ob der jetzt voller Haare ist gleich. Wir werden ihn aufbauen. Aber es ist auch Größe 62, das ist mir gerade erst aufgefallen.
Kein Wunder, dass das ein bisschen zu groß ist. So. Tack, 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 tack. Mütze auf und fertig. Zack. So, meine Lieben, also die Mel ist jetzt fertig im Bettchen. Der Emil auch. Ich kann euch mal zeigen. Hier schlafen die kleinen Mäuse. Da süß. Klein Engel. Und ich mache gleich noch ein paar Fotos mit dem Emil. So, ja, und ich wollte jetzt noch mit euch den Kinderwagen immer aufbauen. Der steht ja hier. Und das hier ist die Wanne dazu. Und da haben meine Katze, wie gesagt, drin geschlafen, aber da sind ja nicht so viele Haare. Nicht so viele Haare, aber Haare. Ja, und hier ist auch noch ein Mitchell dran. Schon der Kette, wie immer, in der Infobox verlinkt. Ja, da ist das Gestell und hier ist der Sportsitz. Und hier ist noch ein anderes Paket von meinem Motorrad. Ja, wir wollten euch jetzt einmal den kompletten Kinderwagen zeigen. Hier ist auch noch ein Paket. Und hier ist mein neuer Spiegel für mein Motorrad. Das ist das Gestell. Hier haben wir die Räder. Und die können wir hier mit diesem Ding einfach oben hier wieder reinklicken. Das ist die falsche Seite, naja. Seite. Aber ein ausführliches Video kommt auf jeden Fall. Ich will ihn jetzt nur kurz mit euch hier zusammenbauen und euch einmal zeigen. So, das geht wirklich so easy. Einfach nur reinstecken. So. Dann haben wir das auch schon mal. Und aufklappen geht genauso easy. Den muss man einfach nur an dem Gestell ziehen, sozusagen. Zack. So. So, dafür gibt es hier auch zwei Knöpfe. Und ich schiebe immer auf dieser Höhe. Finde ich total angenehm. So. Jetzt brauchen wir noch die Wanne. So, hier ist die Wanne. Und hier unten gibt es so graue Teile. Die müssen wir noch reindrücken. Und dann können wir ihn einfach nur hier raufstecken. So. Fest und fertig. Tada! Ja, und so sieht der jetzt aus. Ich werde ihn jetzt sowieso, glaube ich, aufgebaut lassen. Und irgendwie hier an die Wand stellen. Weil ich finde ihn so schön, wenn er steht. Ja, das ist mein neuer Wagen. Hier ist noch das Verdeck. Das kann man noch so hoch machen. Von der Wand. Ich zeige das mal von der anderen Seite. Dann scheint das Licht dagegen. Das ist, glaube ich, besser. So sieht die besser. Können auch die Lampe ein bisschen verstellen. So. So sollte schon fast perfekt sein, oder? So, ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben ein anthrazites Gestell, eine schwarze Wanne. Und ich finde es einfach total schön. Jetzt können wir noch den Buggy-Sitz einmal aufbauen. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal sehen. Total toll. Ich bin so verliebt. Ich liebe es halt einfach, dass er so hoch ist. Das ist halt total toll. Also, ich schiebe halt auf der gleichen Höhe, wie die Wanne ist. Seht ihr das? Das ist halt eine Linie, das ist total cool, finde ich. Oh! Sieht jetzt gar nicht so gut, ne? Ich werde jetzt die Wanne mal wieder abnehmen. Ist total einfach. So. Ganz easy. Einfach ein Sportsitz. Aber vorher muss ich erstmal den Adapter von der Babywanne abmachen. Der sieht nämlich so aus. Und da kommt halt die Babywanne rauf. Aber jetzt können wir einfach den
Sportsitz mit hier unten so Haken. Einfach hier reinklicken. So. Tada! Ich zeige das auch nochmal. So sieht es aus. Der ist halt genauso grau jetzt wie das Gestell. Das hat jetzt alles grau. Hat auch ein Verdeck. Ist gerade in Liegeposition, kann man natürlich auch in Sitzposition machen. Ist mit einer Hand nur ein bisschen schwer. Das ist nämlich so ein stufenloses Band hier. So sieht es aus, wenn es in Sitzposition ist. Und von drin sieht es so aus. Ja, es geht natürlich auch auf die andere Seite. Und jetzt kann man natürlich auch alles verstellen. Also die Beine. Ich habe jetzt kurz einmal wieder alles aufgeräumt. Schaut, mein Kinderwagen steht doch wieder hinten in der Ecke, weil ich das einfach lieber mag. Ist so ordentlich, da ist der Kinderwagen und der Sport. Und da steht jetzt die Wanne. Finde ich total schön hier, die Wanne jetzt. Stört hier nicht und ja. So sieht es also aus. Und Kleine ist auch schon wieder im Bett. Ich habe gerade auch ganz viele Fotos gemacht. Aber jetzt schlafen sie. Ganz seelenruhig. Und ja, wir würden uns auch verabschieden für diesen Vlog hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da und ganz fleißig kommentieren. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.